bin Annelisa Tausendschön, ich leite diese Veranstaltung hier. Wer von euch... Achso, also ich schlage vor, dass wir uns duzen, ist das okay? Wer von euch ist Herbert? Larissa? Frank? Holger? Wilma? Also gut, dann schlage ich vor, dass wir das andersherum machen. Seid bitte so nett und nennt mir eure Namen. Reicht der Vorname? Ja, der reicht. Albert. Jessica. Veronika. August. Ich habe hier keinen August. Das ist mein Nachname. Gut, also bist du dann bitte auch so nett und nennst uns deinen Vornamen? Meinen Vornamen finde ich scheiße. Ach, Unsinn. Jeder Vorname ist auf seine Art und Weise schön. Du bist also Rita. Ja, das ist doch in Ordnung. Nenn mich August. Aber deine Eltern fanden Rita bestimmt schön. Meine Alten habe ich nie kennengelernt. Na schön, ich will mich ja nicht mit euch streiten. Ihr wisst, warum wir heute hier sind? Weil mir sonst Hartz IV gestrichen wird. Doch nicht deshalb. Na klar deshalb, sonst würdest du hier alleine sitzen. Das seht ihr ein bisschen eng. Also heute wollen wir über Fortpflanzung sprechen. Wie? Fortpflanzung oder was? Das ist nicht dein Ernst. Kann ich jetzt meinen Stempel haben, dass ich hier war? Den Stempel bekommst du am Schluss. Na dann mach hin, ich weiß, wie Fortpflanzung geht. Das verstehe ich ja nun nicht. Ich will doch nicht noch mehr Kinder kriegen. Ich habe doch schon 4 Stück. Ja, das genau ist der Punkt. Ihr sollt euch eben nicht mehr fortpflanzen. Was soll das denn jetzt heißen? Na, die Mai keine Kinder mehr kriegen. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber wieso nicht? Boah, ich will jetzt meinen Stempel haben. Ich habe keinen Bock mehr, mit dem Blödsinn anzuhören. Setz dich bitte hin. Du musst mir doch nachher noch unterschreiben, dass ihr alle hier wart und dass ihr das Gesetz auch verstanden habt. Kann ich auch gleich unterschreiben. Was für ein Gesetz? Na, stand doch groß in der Zeitung. Mütze auf beim Pimpern. Und du bist nicht drin im Hartz-IV-Satz. Ja, die Bundeskanzlerin hat versprochen, dass die Bundesregierung in diesem Punkt nochmal nachbessern will. Bis dahin sollt ihr aber erst einmal aufs Kinderkriegen verzichten. Komische Reihenfolge. Ist doch normal. Erst verzichten und dann keine Kohle kriegen. Nein, es ist doch genau andersherum. Wer nicht aufs Kinderkriegen verzichten will, dem wird die Unterstützung gekürzt. Oh, das steht im Gesetz. Ja, wir sind doch Untermenschen. Wir sollen sich nicht fortpflanzen, weil wir zu blöd dazu sind. Und sowas sollen wir unterschreiben? Ist das dein Ernst? Ihr sollt doch nicht das Gesetz unterschreiben, sondern nur, dass ihr hier wart und das verstanden habt. Klar, damit wir nachher nicht dagegen klagen können. Und wenn wir es nicht unterschreiben? Ja, dann laden die dich wieder ein. Und wenn du da nicht unterschreibst, dann kürzen sie dir deine Hartz IV. Stimmt das? Im Prinzip ja. Nicht zu fassen. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe raus auf die Straße und lasse mich von dem erstbesten Mann, der mir begegnet, schwängern. Das ist gut. Da kann ich auch gleich mitkommen.